So. Die Nummer wird ein Guterli, jawohl. Gut, ja. Einen recht schönen guten Morgen. Dienstag, 10. August. Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, Spritze wieder im Einsatz. Wir haben einen SMS-Warndienst, der auch von der Zuckerfabrik aus werden wir gewarnt. Blattflecken, zweite Spritzung muss unbedingt gemacht werden. Die sind im Vormarsch und Blattflecken ist sehr wichtig, die zu bekämpfen. Sonst hast du im September nur noch braune Blätter. Und dieses Jahr wird es eh wenig Zucker geben und wenn du dann noch Blätter verlierst, wirst du keinen Zucker haben. Ja, darum werde ich jetzt die Zuckerrüben spritzen gegen Blattflecken mit dem Mittel Fulguran Flow und Proline. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, ich hätte noch etwas Lebosol-Mangan reinschmeißen wollen und habe es nicht gemacht. Ich wende wieder. Dank dem, dass ich Videoaufzeichnungen mache, merke ich es manchmal, dass ich was vergesse. Und nicht erst im Feld, wenn ich am Fahren bin. Nein, ich muss nur wieder 300 Meter zurückfahren und dann werde ich noch Lebosol-Mangan dazugeben, 0,4 Liter die Hektare. Ja, also wendet nach Hause. Eingefüllt, Fulguran Flow. Proline. Die Empfehlung ist, in den abgehenden Tau zu spritzen. Das heißt, man muss sich sputen. Wenn man viel Fläche hat, schafft man es gar nicht. Man beginnt in den abgehenden Tau zu spritzen. Wenn man fertig ist, ist es schon wieder Mittag. Aber bei mir bei 1,7 Hektar sollte das drin liegen. Es ist jetzt 9 Uhr. Schaue mal, wie feucht die sind. Sonst warte ich noch 10 Minuten, wenn sie noch ganz nass sind, die Rübenblätter. Schauen wir mal. Ja, und wo ist da der abgehende Tau? Ach doch, noch ein bisschen feucht, sieht man das? Das ist genau richtig. Die Blätter sind noch ein bisschen feucht. Ja, Zeitpunkt erwischt, losfahren. Ja, bei der Wahl der Wassermenge habe ich ausgerechnet, ich spritze 600 Liter auf 1,7 Hektar, heißt 350 Liter die Hektare. Und das ist hier. Und dann mit der roten Düse, ich fahre, Moment, ich drehe ein bisschen an der Scheibe, ich fahre 6,5 Stundenkilometer und die rote Düse mit 4 Bar Druck. Wieder mal der Vorteil eines Vario-Traktors. Ich lese mir auf der Tabelle die Wassermenge und den Druck raus und die Geschwindigkeit kann ich nachher lückenlos eingeben, was ich will. Ich kann fahren mit jeder Geschwindigkeit. Nachher hier auf dem kleinen Display, Moment, habe ich da eingegeben 6,5. Und hier ist die Speichertaste für diese erste Geschwindigkeit. Wenn ich dann Speicher drücke, beschleunigt der Traktor auf 6,5. Und die Drehzahl des Zapfwelle ist hier. 420 Umdrehungen, 6,5 Stundenkilometer und ab die Post. Speichertaste drücken und er fährt die 6,5.
optimales Wetter zu spritzen. Kein Wind. Und Temperaturen werden heute noch nicht so hoch gehen, denke ich. Morgen wird es heißer. Und übrigens, für Donnerstag habe ich mein Getreide angemeldet zum Dreschen. Wollen wir mal schauen. Ja, und da das Regenwetter ein bisschen durch ist, habe ich auch gerade Spritze und Traktor ein bisschen gewaschen. Der war alles verschmutzt vom Fahren durch die Furchen. Furchenfahren in beinassem Wetter. Versaut den Traktor und die Spritze. Alles leicht gewaschen, Spritze abhängen, fettig gespritzt im Moment. Ja, die Spritzerei hat das auch ein Ende. Jetzt bin ich durch, es ist schon 12 Uhr Mittag. Mittagessen, Post reinnehmen. Jawohl. Läuft, denke Schlag auf Schlag. Für Donnerstag habe ich angemeldet zum Dreschen und jetzt wende ich oder zette ich da das Stroh, das jetzt schon mehr als eine Woche da liegt. Problem ist ein bisschen, unter dem Schwad ist es feucht und ich zette den Schwad ein bisschen in die Breite, aber eigentlich sollte man ihn rüberwerfen auf trockenen Boden. Aber ich denke, ich werde dann rechtzeitig das Stroh wieder schwaden und möglichst noch am Schwad liegen lassen, an einer anderen Stelle auf dem Boden, an einer trockenen Stelle. Und das war's vom Dienstag, 3. August. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.